Ja, da bin ich wieder. Wir haben heute eine kleine Übung nochmal für die Beine vorbereitet. Ist eine Übung, die in drei verschiedene Richtungen gehen wird. Das heißt, ihr startet eigentlich in einem Stand, geht nach vorne über den Ausfallschritt, lasst euch hereinfallen, schließt das Bein, das gleiche Bein, was nach vorne gegangen ist. Geht nach hinten in den Ausfallschritt, schließt wieder und das gleiche Bein führt eben nach außen in die Kniebeuge. Achtet bitte drauf, vorderes Bein, Ferse am Boden, hintere Ferse gelöst. Gleiches Bein geht zurück, vorderes Bein, Ferse am Boden, hintere Ferse gelöst. Und wenn ihr seitlich in die Kniebeuge geht, Knie außen, Oberkörper aufrecht und so tief geht ihr auch. Bleibt auch auf den Fersen, schließt wieder. Bewegung vor, zurück, seit ist eine Seite, natürlich das Ganze auch mit dem Gegenfuß. Ja? Heißt, hier geht es nach vorne, Gegenseite zurück, ebenso auch hier zur Seite. Ruhig zwei, drei Durchgänge pro Seite, dann kommt richtig schön die Beinmuskulatur ins Schwitzen, ins Atmen und der Puls kommt auch mit dazu. Viel Spaß beim Ausprobieren.